Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und alle guten Dinge sind zwei neue Maschinen von der Firma Genesis. Vor einem Jahr ungefähr schon mal vorgestellt als Prototypen. Da haben wir viele Leute verrückt gemacht, bin auch viel gefragt worden. Zum einen natürlich Trommelfilter für alle Expertensysteme, Teich, Neubauten, jemand will seine Anlage Restauration, umbauen. Restauration. Aber auch hochinteressant, haben mich auch ganz viele gefragt, Endlosbandfilter, Austausch gegen Papierfilter, ja. Wo es möglich ist, wo ich Abwasser habe. Jetzt verfügbar und hier auch eine neue Maschine am Laufen, oder ist das noch die, die damals gelaufen ist? Nee, das ist auch eine neue, das ist auch die Serienmaschine im Prinzip. Die erste Frage ist natürlich die, warum baut man überhaupt einen Endlosbandfilter, wenn man einen Trommelfilter hat? Berechtigte Frage, Antwort, der Trommelfilter hat 28 cm Überbau über dem Wasser, die hat nur 14. Das heißt, Maschinen, die unter das Holzdeck müssen oder irgendwo Flachmaschinen, die haben die Möglichkeit, relativ flach zu bauen. Und wenn wir das dann später anschauen, dann sehen wir das auch, 14 cm vom Wasserniveau bis Oberkante Maschine. Also im Prinzip wieder ein Papierfilter flach, die Version, der ist noch flacher. Der ist 11 cm, aber das haben wir nicht geschafft, das ist an der Grenze, also weiter runter kommen wir nicht, nicht mit der Konstruktion. Die Konstruktion hat nämlich eine ganz tolle Sache. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was sind die meisten Probleme von Endlosbandfiltern, die am Markt existieren? Und die Antwort war ganz einfach, das Band läuft zur Seite. Ja? Das Band wird irgendwann nicht mehr vernünftig geführt. Und der Grund dafür ist in der Regel die Fundamentierung. Entweder setzt sich irgendwo was oder die Maschine verzieht sich etwas und dadurch verdrehen sich die zwei Achsen, auf der das Band geführt wird. Und wenn die Achsen sich verdrehen, dann will das Band zur Seite laufen. Und das haben wir eigentlich ganz clever gelöst, indem wir gesagt haben, wir führen das Band nicht am Maschinengehäuse, sondern wir machen ein zweites Gehäuse und dieses zweite Gehäuse ist kardanisch aufgehängt. Das bedeutet, das Gehäuse hängt hier an einer Stange. Das kann man also theoretisch hier hochbewegen, kann ich auch dann später drin nochmal zeigen. Und dadurch ist das Gehäuse komplett vom Außengehäuse getrennt und hat somit keinerlei Einflüsse. Wenn die Maschine sich jetzt verwinden würde, aus irgendwelchen Gründen, dass der Boden nachgibt, das innere Gehäuse bleibt immer gleich. Das hat nur eine Welle, wo es draufhängt. Das ist mal für mich der wichtigste Punkt, weil dieses Band wird sich nicht mehr zur Seite verschieben. Wenn wir gerade beim Band sind, da sehen wir hier was, eine tolle Entwicklung. Wir haben hier einen Niederhalter und dieser Niederhalter sorgt dafür, dass im Betrieb, wenn wir da runterschauen, sehen, da sehen wir relativ viel Wasserbewegung und diese Wasserbewegung sorgt dafür, dass das Band immer leicht abhebt und undicht wird. Und durch diese Niederhalter hier wird es eliminiert. Diese Niederhalter drücken immer mit dem Eigengewicht auf das Band und dichten die Außenkante ab. Sobald sich das Band bewegt, zieht der Niederhalter nach vorne, hebt vom Band ab und setzt sich später wieder aufs Band. Cool. Das ist eine tolle Abdichtung und die Spezialisten wissen, wenn sie da in die Maschine reinschauen und sie sehen da irgendwelche Flocken drin, dann ist die Maschine nicht dicht. Wir können das später mal machen, dass wir da reinschauen. Da ist aber eine UV-Lampe drin, sollten wir vielleicht doch nicht machen. Du könntest da ruhig rein, dann reinschauen. Da ist nichts drin, da ist gar nichts drin. Wie viel Wasser kriegen wir jetzt über den Filter? 30.000 Liter geben wir die an, die kann auch mehr. Aber die Frage ist immer, wie lange dauert ein Spülintervall von Spülung zu Spülung. Lasse ich da 40.000 durchlaufen, wird der Spülintervall halt nur halb so lang. Und deswegen bei adäquatem Spülintervall. Das geht exponentiell nach oben. Man darf nicht denken, wenn man die doppelte Wassermenge, dass dann doppelt so häufig spült, sondern das spült dann 10-mal so häufig. Ja, ja. Und da muss man echt aufpassen. Ratzfatz ist der Teich nämlich leer. So ist es. Und was will ich noch wissen? Da ist auch ein regelbarer Motor dran. Genau die gleichen Dinge wie beim Trommelfilter. Geschwindigkeitsregelbar. Es sind Intensivspülungen möglich, das heißt, ich kann die Maschine mit extrem langsamer Geschwindigkeit fahren. Was vielleicht ganz wichtig ist, dass wir uns mal anschauen sollten. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auf den Block nicht vorbereitet, ich habe nichts sauber gemacht. Muss man auch nicht machen, so sieht es einfach in der Maschine aus. Da sehen wir, da unten ist die Spülrinne, da sehen wir auch eine Düsenkette und hinter dem Band gibt es noch eine zweite Spülbalken. Das heißt, was machen wir? Der Schmutz kommt hier über die Ecke, dann spülen wir von innen nach außen und heben den Schmutz an. In der weiteren Folge wird der Schmutz, der schon angehoben ist, durch den Spülbalken, der von unten nach oben arbeitet, einfach abgehoben.
Das ist natürlich sehr effektiv im Vergleich zu anderen Maschinen. Die nutzen heute nur die Spülung von außen. Und das hat natürlich den Nachteil, dadurch wird der Schmutz quasi nach innen durchgeschlagen. Und das passiert bei der Maschine nicht. Und das ist der große Vorteil von dieser Maschine. Die macht exzellentes Wasser, weil nichts mehr durchkommt. Regelbarer Motor, auch genau wie beim Trommelfilter. Auch die Steuerung über Druckschalter, auch einstellbar. Einfach durch Tastendruck können Sie da den Spülpunkt verändern, Geschwindigkeit verändern, Intensivspülung machen. Sie können auch sagen, Mensch, nach dem Sommer, wenn die Maschine schwer arbeiten musste, viel Öl und Fett verarbeitet wurde durch besonders fettiges Futter, dann lasse ich einfach mal einen Tag die Maschine nur mit Intensivspülung laufen. Ja? Und nach dem Tag ist das Band, so die Theorie zumindest, beweisen kann ich es noch nicht, das wird die Zeit zeigen, wird das Band auf jeden Fall besser aussehen wie bei jeder anderen Maschine. Also ich finde die sehr kompakt. Man hat ja immer so seine Lieblinge. Was macht dir mehr Spaß, der Endlosbandfilter oder der Trommelfilter? Was war in der Entwicklung die größere Herausforderung? Das war die größere Herausforderung in der Entwicklung, aber der Trommelfilter, den liebe ich mehr, weil das einfach... Oder ist das wie bei Kindern, dass man sie irgendwie doch beide mag? Nee, also es sind beides gute Maschinen, aber wenn ich mir jetzt eine Maschine kaufen müsste, würde ich immer versuchen, einen Trommelfilter einzubauen, weil der Trommelfilter, der hat nur ein bewegtes Teil. Das habe ich beim letzten Blog gar nicht so angesprochen. Die Trommel wird nämlich in einem großen Gleitlager geführt. Da gibt es nur ein bewegtes Teil. Und je weniger sich bewegt, umso weniger geht kaputt. Also Neubau und wenn es geht in der Restauration und hier Restauration. Austausch gegen Papierfilter, die ist vom Maß her, die entspricht einem 57er Filter. Wird es da noch andere Baugrößen geben? Da muss ich mal warten, wie der Markt reagiert. Also ich persönlich glaube, dass der Markt für die Trommelfilter wesentlich größer ist wie der Markt für die Endlosbandfilter. Es wäre kein Problem, nochmal 25 cm weiter zu gehen. Das ist alles stabil. Preis? Ich glaube 7.800 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Aber nagel mich nicht fester drauf. Ich müsste nachschauen. Super. Auf jeden Fall so viel wie ein vernünftiger Papierfilter. Ja, also ich finde die Maschine richtig geil. Und wie immer, wenn es von Genesis kommt, mega durchdacht. Und auch von der Qualität, wie es gebaut wird, kompromisslos. Ja, super. Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben und haben auch lange Zeit dafür in Anspruch genommen, dass wir anschließend ein Produkt haben, das tatsächlich rund ist. Perfekt. Micha, vielen Dank. Ich freue mich, Sie zu sehen bei der Installation Ihres neuen Trommel- oder Endlosbandfilters. Vielen Dank. Klang das gerade ein bisschen nach Werbung? Machen Sie es gut, ciao.